wieder leichter Lebenszeit. Eine neue Woche beginnt, in die wir Sie besonders stimmungsvoll bringen wollen oder vielleicht auch besonders schwungvoll. Denn es geht um Musik und es geht um die Musik der etwas anderen Art. Wir haben nämlich Patrick Kammerer eingeladen, den man vielleicht schon kennt unter einem anderen Namen, unter seinem Künstlernamen Seom nämlich. Und ja, er ist unter anderem Rapper. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich stelle mir natürlich einen Rapper ein bisschen anders vor, aber dass deine Rap-Musik auch ein bisschen anders ist und sich schon von einem quasi Bushido unterscheidet, darüber werden wir uns gleich unterhalten, denn du möchtest mit deinen Texten auch Menschen bewegen und das tust du auch auf deinen Konzerten. Wie du dazu gekommen bist, wie dein Leben so aussieht, was so in Planung ist, das wird er uns gleich erzählen, aber nicht nur das, es geht um das Leben. Manchmal wollen wir natürlich auch tiefer einblicken, zum Beispiel in das Leben von Stefan Schmidt. Und der lässt das ja auch immer wieder gerne zu und deswegen ist er heute nicht alleine gekommen, sondern in Begleitung. Ja, es gibt sie, die Frau von Stefan Schmidt. Übers Internet haben sie sich kennengelernt, so genau, wie ich das noch in Erinnerung habe. Aber es ist die große Liebe entstanden, mittlerweile verheiratet. Und ja, heute wollen wir ein bisschen privater werden, eure kennengelernte Geschichte uns noch mal anhören. Aber nicht nur das, sondern wie sich es eigentlich so mit so einem Stefan Schmidt auch lebt und umgekehrt natürlich. Außerdem Gabriele Iazetta, auch diese Woche ist sie mal wieder bei uns und will an ihren Wünschen arbeiten und ihnen sagen, dass man Wünsche auch ja, erfüllen kann. Wie das Ganze funktioniert und warum mithilfe eines Schmucks. Das wird sie uns gleich noch erklären. Jetzt geht's aber erstmal los mit Musik, wobei das ist immer sehr, sehr schade. Wir sind ja hier bei Leichter Leben und wir haben tolle Künstler, jetzt auch heute Seom eingeladen. Wir reden nur über Musik, denn wir können sie nicht hören. Liegt aber nicht daran, dass du sie nicht mitgebracht hast, sondern dass wir durch die GEMA keine Lizenz haben, Musik spielen zu dürfen. Das ist vielleicht mal ganz kurz für Sie zu Hause wichtig, weil man sich fragt, warum Musik und man kann es nicht hören. Aber man kann bei YouTube zum Beispiel reingehen, da kriegt man unter anderem eine Kostprobe. Seom, Rapper. Yes. Wie würdest du dich selber definieren? Also das, was ich tue, nenne ich Spiritual Hip-Hop. Und es ist an sich einfach schwer zu definieren. Es ist sehr klassische Filmmusik in dem Sinne. Also ich arbeite mit einem Filmmusikkomponisten zusammen und mit vielen Musikern im Studio in München und schreibe einfach spirituelle, tiefgehende Texte. Ich mache das seit 18 Jahren. Ich bin spirituell aufgewachsen. Meine Mutter ist Meditationslehrerin, mein Vater Personal Coach und Heilpraktiker. Also für mich war Spirit schon immer Teil meines Lebens. Und das in der Musik zu verknüpfen und zu verweben, war halt einfach meine Grundmotivation. Und so führt es eben zu der Bezeichnung, da die Menschen gerne Schubladen haben, Spiritual Hip-Hop. Und die meisten meiner Fans sagen im Übrigen als allererstes, Hip-Hop mag ich normal gar nicht so gerne oder Rap. Aber das finde ich total toll. Mhm. Ja. Du tust, und zwar seit einem Jahr jetzt wirklich, ist auch ein großer Wunsch für dich in Erfüllung gegangen. Du lebst von deiner Musik, das heißt, das Publikum nimmt deine Musik auch an, obwohl sie ein bisschen anders ist als andere Künstler oder als andere Musiker. Genau, genau. Das Tolle ist, mein Lebenstraum, an dem arbeite ich 18 Jahre letztendlich so, wirklich davon zu leben, ist jetzt Realität und deshalb für mich eben so schön durch die Welt zu touren und eben auch die Musikvideos weltweit zu drehen, mhm, was ich sehr, sehr liebe mit meiner Partnerin zusammen. Und das Tolle ist eben, dass ich jetzt mit meiner eigenen Plattenfirma eben die Unabhängigkeit habe, das so komplett tun zu können. Ja, Freiheit. Freiheit ist, glaube ich, was genau, ganz, ganz Wichtiges. Also auch gerade, wenn man spirituell denkt, muss man ja auch im Kopf in irgendeiner Form frei sein. Und das willst du auch, denn für dich ist eines ganz wichtig, frei zu sein, um den Menschen was mitzuteilen in den Texten. Texte, also worum geht es in deinen Liedern? Was willst du bewegen? Also erstmal will ich den Menschen an seine Potenziale erinnern. Ich will, dass die Menschen sich wirklich wieder auf sich selbst besinnen und erkennen, dass in ihnen selbst unendliches Schöpfungspotenzial liegt. Dass jeder die Möglichkeit hat, sich selbst und sein Leben neu zu erfinden. Und durch die Fähigkeiten, die in uns veranlagt sind und die Kraft unseres Herzens, die flüsternde Stimme der Intuition, alles, was in uns eben ist, sich selbst neu entfalten lernen kann. Und es ist egal, wie alt er ist. Ob er eben 16 ist und gerade aus der Schule kommt oder mitten im Studium ist oder eben mit 40, 50 jetzt erst wieder zu sich zurückfindet. Und mein Weg ist es, die Menschen dabei zu begleiten, sie zu motivieren, wieder auf sich zu gucken und diese unbegrenzte Möglichkeit, dass sie eben wundervolle Wesen sind mit unbegrenzten Möglichkeiten, so kitschig es klingen mag, aber das wieder zu erwecken und den Menschen das zu vermitteln. Und das tue ich eben auch live und das ist so schön zu sehen, weil ich habe ganz junge, ich habe ganz alte Leute im Publikum und man merkt einfach, dass das verbindet. Also diese Grundmessage, die Motivation, die ich dabei habe, das Motiv, berührt die Menschen und das berührt mich natürlich ohne Ende. Ein Musikcoach sozusagen. Deine Konzerte,
sind für wen gedacht? Also ist es ein Coaching quasi, dass man sagt, wir tanzen da alle und sind alle glücklich und also so, wie man sich halt so ein spirituelles Konzert vorstellt? Nee. Oder ist dein Konzert schon auch ein Konzert? Das heißt, es geht um Musik und ja. Unterschwellig quasi berührst du die Menschen. Genau, also jeder ist willkommen, jeder ist eingeladen. Es ist mir auch ganz wichtig, dass wir diese Schublade sprengen. So, es ist jetzt kein ESO-Hippie-Treffen, wo jetzt alle barfuß rumhüpfen, so, sondern es sind einfach alle Menschen in allen Richtungen da. Ich habe Leute in Anzügen auch da, ich bin ja auch überall in Deutschland unterwegs und das liebe ich eben so, dass man da die Welten verbinden kann. Mhm. Und es geht um Musik und zwischendrin erzähle ich Dinge, viel aus meinem Leben, viel Inspiration natürlich. Und erzähle es eben bodenständig. Also mir ist halt wichtig, dass wir das down to earth machen, also da, wo das Leben stattfindet und Spiritualität im Alltag eben leben. So. Mhm. Und ich habe eine Zeile auf dem Album, die dazu ganz gut passt. Ich sage, du meditierst im Schneidersitz, doch erst daheim bei deinen Eltern merkst du, wie weit du bist. Und das trifft es eigentlich ganz gut, dass die Menschen anfangen, das, was sie vielleicht lesen oder theoretisch begriffen haben, im Alltag anwenden. Und das liebe ich eben auch auf den Konzerten zu vermitteln. Und bekommst du das auch mit? Also diesen Wandel, auch den Generationswandel. Das heißt, gerade eine junge Generation, die plötzlich wirklich auch bewusst zuhört, ja, und nicht mehr weghört oder das einfach aufnimmt. Was haben wir für Rap-Texte? Wo ich glaube, dass so ein 16-Jähriger, eine 12-Jährige, 14-Jähriger gar nicht weiß, was er da manchmal mitsingt. Ja, genau, das ist mir ganz wichtig, dass wir da eben auch so ein Umdenken anstreben können und dass wir das schaffen. Und ich sehe das auf den Konzerten. Wir waren hier in Berlin vorgestern, hatten ein großes Konzert und da waren super viele junge Leute da, da waren aber eben auch 60-Jährige da. Ich habe 10-jährige Kids, die Texte auswendig mitrappen, was mich halt besonders flasht und berührt. Und das Schöne ist letztendlich, dass wir merken, dass sich die Generationen da auch vereinen. Also, dass die jungen Leute, die vielleicht nicht so viel mit Spiritualität zu tun haben, sich dafür öffnen und die Älteren, die vielleicht nichts mit der Musik, Hip-Hop oder Rap zu tun hatten, sich auch dafür öffnen. Und gerade in den Pausen bei den Konzerten, wenn die Leute sich so connecten, merkt man das halt voll geil, dass die Leute offen aufeinander zugehen. Jetzt bist du natürlich aufgewachsen, nicht wie jeder andere, du hast es ja gerade gesagt, also du bist schon mit so einem anderen Denken, einem anderen Geist groß geworden, also deine Eltern haben dich dann natürlich geprägt. Ja. War das aber trotzdem auch für dich eine Zeit des Erwachsenwerdens, wo du manchmal auch schon irgendwo angeeckt bist, weil du eben anders warst? Ja, prinzipiell, auf jeden Fall. Ich war mir dessen nie bewusst, dass ich wegen der Spiritualität irgendwie anders bin. Also ich habe Meditieren mit 6, 7 Jahren gelernt. Für mich war das wie für Kinder, die Pausenbrot schmieren lernen. So. Ja, was aber heutzutage ja toll ist, dass es in vielen Schulen, in Kindergärten mittlerweile angeboten wird und die Kinder wirklich auch schon mit Yoga, mit Meditation in Berührung kommen, weil man merkt, wie wichtig das für die Seele, für den Menschen ist. Ja, ne? Total. Und für mich war das vollkommen normal. Unnormal war für mich so, dass meine Sensitivität, mein Feingefühl, was auch in den Jahren, als ich in der Schule war, noch nicht so ganz normal war für Jungs, dass das halt manchmal so ein bisschen als Krankheit betitelt wurde. Also ich wurde dann zum Schulpsychologen geschickt, weil ich zu viel träume und so. Und mittlerweile hat sich da auch ganz viel verändert, denke ich. Ja, aber weil ich halt nicht der klassische Junge war, der nur beim Fußballfeld war, sondern eher ein bisschen verträumt war, war das erstmal anders. So. Und da bin ich schon ein bisschen angeeckt. Aber nicht wegen der Meditation, sondern eher wegen dem sensitiven Grundnaturell, sag ich mal. Wir sprechen natürlich gleich auch nochmal genauer über die Texte, denn da sind zum Beispiel Rap-Lieder drauf, die da heißen Goldenes Herz, Krieger der Liebe. Also es geht dir natürlich schon auch um, ich sage jetzt nicht Weltverbesserung, aber zumindest unterschwellig den Menschen Gedanken mit auf den Weg zu geben, dass das Leben schöner werden kann, wenn wir auch einen wertvolleren, einen achtsameren Umgang miteinander pflegen können. Total. Und Sie können sich jetzt schon mal mit dieser Musik beschäftigen, denn auf der einen Seite gibt es natürlich auch bei dir, egal wie, natürlich Social Media, das heißt, bei Instagram kann man dich followen, bei YouTube findet man dich und natürlich auch im Internet. Und wenn Sie mehr Informationen über Patrick Kamera alias Seum bekommen wollen, dann gehen Sie auf jeden Fall mal ins Internet. Aber Sie können auch von uns schon mal eine kleine Kostprobe seiner musikalischen Fähigkeit bekommen. Denn wir verlosen 3 seiner wirklich wertvollen CDs und wir wollen heute wissen, was ist eigentlich das Besondere an Seums Musik? Oh, Kinder, sie berührt die Herzen oder sie ist laktosefrei. Oh, Jemini. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer, sind wir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sie zu erreichen. Ich muss Sie wie immer darauf hinweisen, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, dass es mobil auch etwas teurer werden kann, dass Sie 18 Jahre alt sein müssen und bis 15 Uhr haben Sie die Chance mitzumachen. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de.
Normalerweise ist er fürs Lebenswetter zuständig. Genau. Heute allerdings haben wir gesagt, wir verzichten mal drauf. Denn es ist so schön, mal unsere Lebensberater privat kennenzulernen. Jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Jährchen. Das heißt, genau. Ich kenne dich auch zu deinen Single-Zeiten. Ich kenne dich auch zu Zeiten, wo es mit der Liebe nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber irgendwann hat's Klick gemacht. Und dann war sie in deinem Leben, die Peggy. Wie ist es plötzlich passiert? Also hast du auch was bei dir verändert, geistig verändert, dass plötzlich Platz geschaffen worden ist? Oder bist du davor immer in die falsche Richtung gelaufen? Gar nicht, es war echt Zufall. Ich habe eigentlich die Hoffnung aufgegeben auf eine Liebe, weil ich ein komischer Kauz bin in der Liebe. Wir führen auch jetzt nicht die normale 24-Stunden-Partnerschaft eben. Und dann haben wir uns kennengelernt plötzlich im Internet und dann hat es gepasst. Mhm. Ein komischer Kauz ist er manchmal, ja? Ja. Was macht ihr denn zum komischen Kauz? Definitiv. Was macht ihn zum komischen Kauz? Er läuft immer weg. Ja, also wir führen die Beziehung sehr offen. Also wir haben uns da mit arrangiert, dass wenn wir merken, dass wir einander nicht gut tun oder uns nicht miteinander wohlfühlen, dann gehen wir halt auch mal kurzfristig auseinander. Mhm. Um uns dann wiederzufinden, um uns zu reflektieren und dann zurückzukommen und zu sagen, okay, jetzt können wir uns nochmal zusammensetzen, jetzt reden wir nochmal drüber. Gebunden habt ihr euch aber trotzdem und zwar definitiv, auch richtig gebunden. Ja. Ihr habt geheiratet, das war ja auch eigentlich so ein bisschen dein Traum, so eine Märchenprinzessin oder so eine Märchenhochzeit zu bekommen. Und das war auch. Hat er die erfüllt, ne? Ja, definitiv. Das war aber Stress, nie mehr Hochzeit. Also das ist das so soll es ja eigentlich auch sein, Stefan. Das war... Ja. War Stress. Hey. Als du ihn kennengelernt hast, also wusstest du, worauf du dich einlässt? Also, dass du hier auch einen, bei Stefan weiß ich gar nicht, kann ich sagen, spirituellen Menschen, natürlich ist er spirituell, aber er ist ja auch so bodenständig, aber ist ja trotzdem mein Astro-TV-Gesicht, dass du den bekommst. Wir sind sehr offen damit umgegangen. Also ich hab auch ein Schicksal hinter mir. Ich hatte vor 11 Jahren eine Herztransplantation und da geht man auch nicht so einfach auf die Leute zu und sagt, du, herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du eine getroffen, die hat ein neues Herz bekommen und jetzt sieh zu, was du damit machst. Es war tatsächlich so, wir haben uns das erste Mal, also wir haben uns über ein Online-Portal kennengelernt, wir haben uns das erste Mal in Heidelberg auf der Alten Brücke getroffen und und ich habe das Bedürfnis gehabt, ihm das sagen zu müssen, welches Schicksal ich in mir trage. Mhm. Ja, und das lief dann ungefähr so ab. Ich habe gesagt, okay, ich sag's dir, ich habe mein Herz schon mal in Heidelberg verloren. Und er staunte dann nicht schlecht und sagte dann sowas wie, ja, und ich arbeite bei Astro TV. Mhm. Und damit war das Thema irgendwo... Ja, und dann war das Eis aufgebrochen. Genau, richtig. Und, ja. Genau. Also das hat dann so bedeutet, okay, jeder hat irgendwo sein Schicksal zu tragen und nimm ich mit meinen und du nimmst mich mit deinem und das hat gepasst. Mhm. Ist natürlich auch ein Thema, also gerade wenn es ums Herz geht. Wir hören heute oder wir reden heute über Musik, die vom Herzen kommt. Alles, was wir mit Liebe machen, verbinden wir mit dem Herz. Und du hast es gerade angesprochen, also du lebst jetzt seit 11 Jahren mit einem fremden Herz, was aber mittlerweile schon auch dein eigenes geworden ist, oder? Es ist in mich reingewachsen. Also die Frage, warum dieser Mensch sterben musste, habe ich mir so erklärt, damit ich ihm einen Platz geben konnte. Mhm. Also, ja. Mhm. Es ist für mich das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Weil ich sehr, sehr viel dadurch gelernt habe. Und zum Beispiel, was die Musik betrifft, und wir haben uns vorhin kurz unterhalten, ich höre die Musik anders tatsächlich. Ich höre mich da mit meinem Herzen rein. Mhm. Und ich gehe auch anders durchs Leben. Also ich betrachte die Welt irgendwie mit anderen Augen. Ich bin nicht so kompliziert, glaube ich. Mhm. Ich denke nicht mehr so viel nach. Ich finde das sehr schön, was ihr vorhin auch gesagt habt. Also wir lassen uns einfach. Ich glaube, das ist der Fehler von vielen Beziehungen, dass sie einfach zu viel verlangen und sich einfach dann... Also ich glaube, es gibt Beziehungen, da funktioniert es. Also wir haben ja heute auch ein Beispiel da mit Patrick, der ja mit seiner Freundin auf Reisen geht, die ihn begleitet auf Tourneen. Das kann auch manchmal Kraft geben, braucht man auch. Aber deswegen, wir Menschen sind individuell und jeder hat vielleicht eine andere Vorstellung von Partnerschaft. Also eckt ihr da manchmal aber auch an, dass man sagt, also ein bisschen komisch ist das schon, wie ihr da euer Leben lebt? Also ich eher gar nicht. Was halt stimmen muss, die Grundpfeiler, dass wir treu sind eben, dass wenn du mal 2 Wochen weg bist, dass es da niemand anderes gibt und bei mir eben auch, dass wir uns lieben, das wissen wir. Aber ich glaube, dir ist es am Anfang schwerer gefallen als mir.
weil ich schlafe halt auch getrennt gerne. Also ich bin da echt komisch. Ja, komischer Kauzisser oder Stefan Schmidt. Sag's doch, du schnarchst. Ich schnarche auch, genau. Du stehst um 3:30 als morgens auf. Das ist schön, dass es auch Alltagsprobleme quasi bei euch gibt. Also man denkt ja immer, der Lebensberater an sich, der muss ja ein absolut super Leben führen. Da darf nie irgendwie was schief laufen, weil ihr ja auch den anderen Menschen immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber so ist es nicht. Also, aber du hast wahrscheinlich schon auch ein bisschen was von Stefan annehmen können, gelernt vielleicht auch oder eher umgekehrt? Das ist für mich Liebe. Also ja, sicher geht man auf den anderen ein und wenn wir uns dann, also wir haben festgestellt, wir grummeln uns halt morgens an. Gerade in der Zeit, wo ich arbeiten gehe, wo ich früh aufstehen muss, da mache ich meinen eigenen Lebensablauf. Mhm. Und dann stehe ich halt auch morgens mal 5:30 auf und mache noch ein bisschen Sport oder esse mein Müsli. Das ist nicht meine Zeit. Nein, definitiv nicht. Gegensätze ziehen sich bei euch an. Ja, also das, absolut. Ja. Auch das gibt es ja, dass man wirklich sagt, okay, man muss sich nicht immer einig sein. Aber ich glaube, dann ist es ganz lustig, wenn wir nachher so ein paar, ich weiß nicht, ob mir auf die Schnelle so ein paar spontane Fragen einfallen, wie ihr so aufeinander reagieren würdet in gewissen Situationen. Ja, interessant. Ob Daumen hoch oder Daumen runter. Das ist mal, finde ich mal, ganz schön. Man lernt sich ja auch immer wieder ein bisschen neu dann kennen, absolut, oder? Absolut, ja. Guckst du auch aber manchmal unter dem Aspekt des Kartenlegens auch mal auf gewisse Situationen in Peggys Leben? Oder sagst du, privat ist privat, da schaue ich gar nicht drauf? Also ich muss ehrlich zugeben, bei unserem ersten Telefonat, als wir uns kennengelernt haben über die Internetplattform, da war ich aufgeregt und immer wenn mir keine Frage eingefallen ist oder wenn so es gedroht hat, zu schweigen, das Gespräch, habe ich immer mal so eine Karte gezogen und da hatte ich so eine Inspiration, auch was könnte ich sie noch fragen oder wie nehme ich sie wahr. Das war eigentlich ganz lustig und dann haben wir, glaube ich, 1,5 Stunden miteinander telefoniert. Ja. Und das war eigentlich ganz spannend, so die Spiritualität, die Karten auch mal ganz praktisch zu nutzen, eben als Gesprächsstütze. Aber das finde ich ganz gut. Siehst du Spiritualität durch Stefan jetzt auch ein bisschen anders? Ja, definitiv. Ich habe mich mehr damit beschäftigt. Ich hatte es vorher mit den Steinen. Also ich habe viel Steinschmuck. Der gibt mir halt auch Kraft, das hatte ich vorher. Aber die Kartenlegerei, Astrologie, sich damit auseinanderzusetzen, das habe ich definitiv durch Stefan gelernt. Und ich bin da auch sehr, sehr offen, weil ich viele Erfahrungen gemacht habe, dass es halt eben mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Ja, das ist so. Trägst du aber da auch so Steinschmuck, der kommt mir sehr bekannt vor. Den habe ich schon mal irgendwie gesehen. Erinnert mich an Yin und Yang. Männlich und weiblich, aber man sieht auch, ihr seid ja heute so Yin und Yang. Stimmt, angezogen. War, jetzt, ich bin auch irgendwie so ein bisschen im Yin und Yang. Genau. Passt wieder alles, oder? Ja, schöner Schmuck von Gabriele Iasetta, zu der gehe ich gleich. Jetzt stellen sich, also gleich. Jetzt stellen sich erstmal ein paar Berater von unserem Partner Questico auch noch vor, die Sie ebenfalls erreichen können. Den Stefan Schmidt natürlich auch. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Als meine besondere Aufgabe, Menschen ein Stück weit Wegbegleiterin zu sein und ihnen dabei zu helfen, wieder in ihre Mitte zu kommen. Liebevoll und lösungsorientiert unterstütze ich Ratsuchende und ihre Entscheidungen. Ich möchte, dass sie befreit und glücklich nach vorne blicken können und an sich glauben. Ich möchte sie auf eine Art Lebensreise mitnehmen. Ihnen die Stationen zeigen, die schon waren, aber auch das, was noch auf Sie zukommt. Ich freue mich, wenn ich Sie ein Stück Ihres Weges in eine glückliche Zukunft begleiten darf. Wenn Fragen da sind, die einer Lösung bedürfen. Denn das Einzige, was wir verändern können, ist die Zukunft. Nur die Zukunft ist veränderbar. Ihre Wünsche und Sehnsüchte müssen kein Traum mehr bleiben. Anfang 20 begann ich mit dem Legen der Karten und entdeckte bald, dass ich darin Zusammenhänge lesen konnte, die meinem Umfeld verborgen blieben.
lege persönlich die mystischen Lenormand-Karten, denn sie zeigen mir auch innere Bilder, was war und was kommen wird. In ihnen finde ich mich persönlich wieder. Im Jahr 2009 hatte ich im Traum eine Engelserfahrung. Mir wurde gesagt, dass es jetzt an der Zeit sei, meinen herkömmlichen Beruf aufzugeben und meine Berufung zu leben. Zu dieser Zeit arbeitete ich erfolgreich in der Finanzbranche. Ich nahm die Engelsbotschaft sehr ernst und krempelte mein ganzes Leben um. Ich bin Expertin in Beziehungsfragen, Partnerschaft und Liebe, Finanzen und Erziehungsfragen. Ich biete eine einfühlsame Hilfe bei der Vergangenheitsbewältigung sowie Erfolgs- und Motivationstraining ist mir sehr wichtig, individuell auf die Einzelnen abgestimmt. Mir selbst ist eine tragende Partnerschaft sehr wichtig. Seit 31 Jahren selbst in einer Partnerschaft weiß ich um die Herausforderung einer solchen. Mit meiner besonderen Gabe kann ich mich in das Herz und vor allem in die Seele des anderen so einfühlen, dass ich weiß, was ihn oder sie bewegt. Ich bin aber auch sehr ehrlich und sage, wenn es keinen Sinn mehr macht und es Zeit ist, loszulassen. Auch Sie können Ihr Leben positiv verändern. Wenn Sie es möchten, unterstütze ich Sie gerne dabei. Ich zeige Ihnen den Weg in ein befreites und glückliches Leben und begleite Sie durch Licht und Schatten. Nichts ist mir fremd, egal was Sie bewegt. Ich reiche Ihnen meine Hand, denn gesegnet sei Ihr Lebensweg. Licht und Liebe sollen Sie begleiten. Patrick Kammerer ist heute zu uns gekommen. Vielen vielleicht ein Begriff als Rapper Seom. Da tourst du nämlich durch Deutschland. Und lustigerweise sitzt gerade ein Astro-TV-Berater, Sie kennen ihn alle, Lukas Michner, in der Maske und ist total aufgeregt, dass du heute hier bist. Denn cool. Der war schon auf deinen Konzerten, der probiert sich jetzt mal schnell abzupudern und will unbedingt noch mal kurz Hallo sagen. Darf er natürlich. Also Lukas, wenn du jetzt gerade zuhörst und in der Maske sitzt, komm gerne kurz vorbei und sag mal Seom, guten Tag. Denn es scheint dann wirklich zu sein, ich kenne ja Lukas auch sehr gut, der auch ein Mensch ist, der mit Gefühlsebenen arbeitet und dem das schon auch wichtig ist, dass Dinge berühren. Und den scheinst du getroffen zu haben. Das tut doch dann auch ganz gut, oder? Wenn ja, man das voll. Hört, oder? Freut mich sehr. Schön. Ja. Ja. Deine Texte, also über die wollten wir natürlich noch reden. Also auf der CD, die Sie ja heute gewinnen können, ist zum Beispiel Zwischen den Welten, Samurai, Sei du selbst. Also finde dich, natürlich alles Schlagwörter, die unglaublich gut zu uns passen, auch zu Astro TV passen, weil das sind Aussagen, die kriegen unsere Zuschauer fast täglich zu hören. Genau, und das ist mir besonders wichtig, also die Menschen, wie ich vorhin sagte, daran auch zu erinnern. Und diese Songs haben natürlich für mich auch immer besonderen Wert, weil sie Teile meiner Geschichte enthalten. Mhm. Du hast vorhin auch Goldenes Herz zum Beispiel angesprochen, dazu habe ich ein Video auf YouTube, da ist mein Großvater der Hauptdarsteller in diesem Musikvideo. Und da erhebe ich meine Stimme für alte Menschen, die praktisch nur noch als fragile alte Hülle im Altenheim gesehen werden. Und man erkennt nicht mehr das gesamte Leben, das in ihnen steckt. Also dass da 80 Jahre gelebtes Wissen vor einem sitzen, nehmen viele Menschen gerade im Pflegeheim nicht mehr wahr, nur weil der Mensch eben nicht mehr sprechen oder andere Dinge nicht mehr so sehr gut machen kann. Und ich habe einen Brief im Internet gelesen von einem Mann, der im Sterben lag und das eben kommuniziert hat. Und daraus habe ich einen Song gemacht aus Sicht dieses alten Mannes. Und der heißt Goldenes Herz, weil du es vorhin auch angesprochen hattest. Und mein Großvater spielt eben in meinem Video die Hauptrolle mit 86 Jahren, was für mich halt auch super berührend war. Ach, da ist er! Der Lukas, jetzt komm rein. Lukas, komm. Ich freue mich ja, dass wir dir auch eine gewisse Freude machen können, indem du... Man kann auch einfach hier so reinlaufen. Der Danny gibt hier Regieanweisungen und dann muss der arme Lukas da hinter den Kameras sich dann durch. Ich grüß dich, Lukas. Ich drück dich erstmal. Ja, du mich. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Komm, setz dich erstmal hier hin. Unsere Gäste sollen bequem sitzen. Das ist eine Überraschung. Ja, eine Überraschung. Ja, vor allem, ich habe es gerade durchgesagt bekommen, dass du eben ein großer Fan von Seom bist. Ich war auf deinem Konzert, ich glaube, vorletztes Jahr in Köln. Auf der Moltke Straße. Ach cool, ja. Ja, im Bergischen Viertel. Ja, genau. In der Kinderschauspielschule.
Task. Ja, ja, genau. Stadtraum, ja. Und ich finde die Texte einfach phänomenal. Ja. Dankeschön, cool. Also, wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Durch Zufall, ich weiß es nicht. Ich recherchiere manchmal so im Internet und gucke und bin auf dich gestoßen. Im Internet war es bei Facebook, bei irgendjemandem. Mhm. Und dann warst du in Köln und ich habe in Köln gewohnt und das war bei mir um die Ecke. Dachte ich, okay, da gehst du hin. Hammer. Und ich war begeistert. Ich habe mir dann eine CD gekauft. Und, ach, die hast du schon, ja? Die neue nicht, die neue nicht. Ach, nein. Komm, schreib mal was für den Lukas, yeah, hier rein. Oh, sind übrigens Dank. Alle handsigniert. Dankeschön. Lukas mit K oder Lukas mit K, ja, wie Kaufmann, genau. Freuen wir uns doch auch, wenn wir euch ja, mal ein bisschen glücklich und, machen. Und die Texte, die sind auch im Internet veröffentlicht worden oder in Teile von deinem Buch, ja. Und das finde ich einfach faszinierend, ja. Genau, darüber müssen wir nämlich auch noch reden. Denn, sehr spirituell, sehr spirituell. Der Patrick, ja, bzw. Seum ist ja nicht nur Musiker, sondern ist auch Autor und hat, genau, natürlich schon auch vieles aufgeschrieben, was dich im Leben auch vielen bewegt Dank. Hat. Vielen Dank, wow, super, vielen Dank, freut mich. Ja, freuen wir uns, dass wir dir eine Freude schön machen können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zwischen den Welten, das ist die neueste, ne? Ganz genau, genau, ja, die, ja, kam am 15. Juni raus. Okay. Und wir haben uns jetzt entschieden, ist alles selbst zu machen. Das heißt, man, ja, bekommt sie nicht über Amazon oder so, sondern, okay, nur bei mir direkt, okay, über meine Homepage. Und dafür sind aber alle wirklich handsigniert und mit ganz viel Liebe, super, versendet, mit Flyern, Postkarten. Das ist ja auch ein Thema heutzutage, das immer mehr, ja, immer größer wird. Nämlich wirklich, dass die Produktionen mittlerweile wieder back to the roots, ja, gehen. Das, ja, heißt zu Eigenproduktionen, weil man weiß, was man da selber gemacht hat. Und du hast gerade eines gesagt, das finde ich sehr schön, weil da Liebe drin steckt. Genau. Absolut. Und wir machen das tatsächlich alles in einem ganz kleinen Team mit ganz, ganz viel Liebe. Und jede CD, die ich verpacke, die bringe ich wirklich selbst zur Post und schicke die einfach gesegnet auf die Reise. Und das ist für mich halt auch so schön, weil ich weiß, jeder, der die CD hat, die ging durch meine Hände, die hat eine eigene Widmung. Gerade bei der neuen habe ich wirklich versucht, jede einzeln, also individuell zu signieren. Und das persönlich ist für mich halt auch ein großes Geschenk. Ich weiß, dass es nicht immer gehen wird, also umso größer die Sache wird. Aber jetzt im Moment geht's, mhm, und dafür feiere ich es eben auch sehr. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, die Menschen daran zu erinnern, gerade in den Zeiten, wo Multimilliardenkonzerne immer größer werden, dass wir anfangen, eben bei kleinen Bäckern einzukaufen, dass wir den Biomarkt um die Ecke unterstützen, mhm, bei den Bauern in der Gegend einkaufen. Und es eben auch bei Künstlern versuchen, wenn es geht, die direkt an der Base zu unterstützen. Mhm. Weil ich sage mal, man kann nie päpstlicher sein als der Papst. Das heißt, manchmal natürlich kann man nicht immer nur politisch korrekt all die Dinge machen, obwohl man es natürlich sollte. Ich fasse mich da auch manchmal an die Nase und denke mir, ah, eigentlich hätte ich das jetzt nicht tun sollen. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass das erweckt wird, ich glaube, das ist das A und O gerade. Und wenn es Künstler, genau, sind, die junge Menschen natürlich auch ansprechen, dann ist das natürlich toll. Wie hast du dieses Konzert erlebt? Wir haben ja vorhin gesagt, also Patrick hat ja auch gesagt, es, also, ja, ist nicht so, dass wir hier alle barfuß rumtanzen, sondern es ist schon ein Musikkonzert, aber Musikkonzert, trotzdem geht man beflügelt, ja, nach Hause. Auf jeden Fall, ja. Das ist für mich Inspiration pur und die Texte, das ist für mich wie ein Channeling, ja, kann man, mhm, schon so sagen. Ja. Das heißt, du bekommst deine Texte oder deine Botschaften quasi übermittelt. Oder das ist einfach eine Inspiration. So entsteht das wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Es sind immer zwei Seiten. Also auf der einen Seite empfange ich natürlich super, ja, viel. Auf der anderen Seite liegt es an mir, das technisch umzusetzen. Also ich habe das 18 Jahre trainiert. Also, ja, Songwriting wirklich so. Ja. Es ist in einer hohen Reimstruktur. Ja, genau. Und es in diesem Anspruch auch musikalisch umzusetzen. Ja. Das fließt nicht nur durch. Das wäre jetzt zu leicht einfach. Das ist mir schon klar. Aber die Ideen dazu. Eine, genau, Info oder eine Inspiration. Genau, genau. Der, genau, Song Berufung, den lieben ganz viele Menschen, der ist auch auf, ja, YouTube so, der kam mir zum Beispiel im Kino. So, da habe ich ein paar Szenen gesehen, die mich inspiriert haben, dann kam es und ich konnte es halt nicht stoppen, so musste in mein Handy, damals noch so ein altes Handy, ja, die Texte tippen, so, zum Leidwesen der Zuschauer. Und nach zwei Stunden war der Song fertig. Also ich kann mir dann auch oft nicht aussuchen, wo ich gerade bin. Das, genau, ist genau das, was du meinst. Ja. Es, ja, ist bei, ja, dir, genau, auch so eine Mischung aus Texten, aus Musik, aber du trittst ja auch als Redner auf. Also, ja, mittlerweile ist ja so Poetry Slam oder so. Sonst irgendwas ist ja schon sehr, sehr aktuell geworden. Und da kriegt man ja auch mit, dass hinter diesen Texten, die auch so eine Julia Engelmann zum Beispiel vorträgt, eine junge Studentin, auch die würde man nicht mit Spiritualität wahrscheinlich in Verbindung bringen, obwohl all die Aussagen, die sie trifft, sind unglaublich spirituell, oder? Mhm, genau. Und ich finde es so schön, dass wir anfangen, diese Schubladen einfach zu sprengen. Nicht zu sagen, er ist ein Rapper oder er ist spirituell, sondern ich mache Musik, die dich berührt. Und wenn sie dich berührt, ist es gut. Fertig. Mhm, genau. Und du machst nicht nur Musik, das habe ich vorhin ja auch schon angesprochen, sondern es gibt auch Bücher, die bewegen sollen. Und sie können sich natürlich auch Bücher und die Musik direkt von Patrick von Seum natürlich auch beziehen. Einfach mal ins Internet gehen. Ich denke mal, wir werden auch die Internetadresse eingeblendet haben, wo Sie
mehr Informationen bekommen. Ihr könnt noch ein bisschen leise plaudern, weil du musst um 15 Uhr, glaube ich, rüber. Aber bist jetzt natürlich schön beflügelt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das tut ja auch gut. Das war ein Zufall, weil es gibt keine Zufälle. Ich war hier auf Sendung, um meine Sendezeiten zu überprüfen. Und dann sehe ich dich halt im Bildschirm im Büro und dachte, Seo, ja, ist es live? Den kenne ich doch. Ist leichter Leben live. Ich dachte, ihr seid in der Sommerpause. Wir doch nicht. Okay, dann hatte ich. Wir müssen den Zuschauern auch im Sommer jeden Tag ein leichteres Leben bieten. Es reicht, wenn wir im November mal eine Pause machen. Ah, okay. Die müssen wir machen. Da können wir Sie schon mal langsam drauf vorbereiten. Allerdings auch nur ein Wöchelchen, denn da steht der große Umzug an. Und ja, im November werden Sie uns ja auch ein bisschen neu erleben. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Jetzt freue ich mich auf den intelligenten Schmuck und Gabriele Jasetta. Der intelligente, hast du dem Lukas vorhin vielleicht irgendwie ein Armband gegeben, Wünscheerfüllung, und er hat da irgendwie ein bisschen einen Wunsch erfüllt bekommen, indem er nämlich einen tollen Künstler persönlich jetzt mal treffen konnte. Um Wünscheerfüllung geht's, aber ich glaube, manchmal ist es auch wirklich so, wenn man befreit, nichts ahnend, kommen Dinge ins Leben, genau, wenn man sie losgelassen hat. Immer nur, wenn man sie losgelassen hat, die Wünsche, dann kommen sie ganz schnell ins Leben. Und vielleicht kennen Sie das auch, dass manche Wünsche, die gehen einfach so ganz plötzlich, ganz schnell in Erfüllung. Und dann gibt es welche, da wartet man und sie gehen nie in Erfüllung. Und das hat auch wirklich einen Grund, denn Wünsche, die jetzt nicht von so tragender Wichtigkeit scheinen, die gehen halt wirklich schnell in Erfüllung. Und Wünsche, an denen uns... Parkplatzfee. Ja. Parkplatz, aber funktioniert. Ist jetzt nicht so wichtig, aber ist schön, aber wenn man einen kriegt. Aber wenn es ist, ja. Und auch natürlich jetzt jemanden, wenn man ein Fan ist, jemanden kennenlernen, ist nicht lebensnotwendig, aber es ist schön, wenn es passiert. Genau. Also solche Wünsche gehen schnell in Erfüllung. Aber es gibt eben auch die Wünsche, wo man wirklich dran hängt. Und man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einen Luftballon in der Hand hält und wenn da ein Wunsch ist, den man, das schön wäre, dass er in Erfüllung geht, dann lässt man ihn fliegen. Aber wenn man so einen Wunsch in der Hand hält, so einen Luftballon, an den will man unbedingt haben, ja, dann geht's schwer, weil dann lässt man den Luftballon nämlich nicht aus und man lässt ihn nicht fliegen. Und dann können die Wünsche ja nicht ins Universum fliegen, nach Bärbel Mohr, und können auch nicht in Erfüllung gehen. Und damit das jetzt leichter geht, dafür gibt's sozusagen, geht um ein Wunscherfüllungsarmband, aber es ist ein ganzes Set. Denn bei den Armband, da sind die Steine dafür hinaufgearbeitet worden, die für die Wunscherfüllung zuständig sind. Da gibt es den Zitrin, der für die Wunscherfüllung, für den Erfolg und Reichtumsenergien ist. Da gibt es den Mondstein, der für die Wunscherfüllungsenergien von Liebe und emotionalen Gefühlen zuständig ist. Dann gibt es den Rauchquarz für Vitalitätswünsche. Dann gibt es den Bergkristall, der noch alle Steine noch wirklich unterstützt in der Wunscherfüllung. Und dann gibt es den Amethyststein, der sozusagen alles in ihnen auflöst, was sie blockiert, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Alle in der Dreifachkombination, denn 3 ist die magische Zahl fürs Wünschen. Die gute Fee erfüllt ja immer 3 Wünsche, deswegen sind immer 3 Steine auf den Armbändern drauf. Und dann gibt es auch noch die Energie der Worte nach Masaru Emoto mit dem Wort Wunscherfüllung, Liebe und Reichtum, dass die durch die Haut auf ihre Zellen wirken. Und dann gibt es natürlich auch noch die Energiespirale, auf die sie in den Vollmondnächten Energie bekommen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Das eine ist das Armband, das heißt, Sie bekommen das Armband nach Hause oder Sie verschenken es an jemanden und das kann man sofort tragen. Eins der wenigen Schmuckstücke, die ich nicht persönlich habe, aber trotzdem liebe ich es sehr, denn du hast es gerade gesagt, zum Verschenken, was gibt es Schöneres als Wunscherfüllung zu verschenken. Und ich finde, es ist wirklich ein absolut schönes, wirklich auch wieder edles Schmuckstück und auch hier wieder mal ganz kurz erwähnt.
Das Schmuckstück, das Sie hier bekommen, heute vor allem für diesen Preis von 69 Euro, das ist dieser Schmuck allemal schon alleine wert. Den spirituellen Wert, den bekommt man quasi umsonst. Das heißt, das Ritualheftchen und wie Sie mit Ihren Gedanken dann arbeiten, auch das ist die kostenlose Dreingabe. Heute sollten Sie sich auf jeden Fall diesen Preis nicht entgehen lassen, 69 Euro. Und es ist auch diese Woche bei Leichter Leben das letzte Mal. Ja. Im August werden wir dich nicht zu sehen bekommen, denn dann ist Sommerpause angesagt. Aber wenn Sie jetzt wirklich jemanden noch einen großen Wunsch erfüllen wollen, dann sollten Sie heute zum Telefonhörer greifen, die eingeblendete Telefonnummer wählen. Da sitzt nämlich der Herr Gerhard, ja, wie immer am Telefon und der wartet jetzt auf Ihren Anruf. Smarter Typ, der Herr Gerhard. Genau, der wartet drauf und falls es ein Freizeichen ist und er hebt nicht ab, dann bitte noch einmal anrufen, denn dann telefoniert er gerade mit jemandem oder ist gerade in der Beratung und wenn Sie auf Band sprechen, dann ruft er Sie natürlich auch gerne zurück. Oder einfach bis 18 Uhr ist auf jeden Fall erreichbar unter dieser Telefonnummer. Weil dir das auch wichtig ist, was wir gerade ja auch schon gehört haben von Patrick bzw. Seon. Mit Liebe müssen Dinge gemacht werden und auch dein Team arbeitet mit ganz viel Liebe. Und ja, mit Herrn Gerhard zu telefonieren ist immer ein Vergnügen und der berät Sie natürlich auch in aller Ruhe weiter. Aber jetzt nochmal zurück zum Wunsch. Genau. Ja, und jetzt hat man das Armband. Also man braucht ja jetzt nicht so mehr an diesen Wunsch festhalten. Man kann ihn fliegen lassen und damit das leichter geht, dieses Fliegen lassen sozusagen, dass der Wunsch in Erfüllung geht, habe ich noch ein Ritualbüchlein hineingepackt. Denn alles, was wir niederschreiben, das macht, versetzt uns einmal auch in ein Glücksgefühl hinein und auch manifestiert es das, dass es in Erfüllung gehen kann. Das heißt, Sie bekommen hier auch drei rosa Zettelchen. Da steht auch in drei verschiedenen Farben, nicht drei rosane, sondern ein gelben, ein weißen und ein rosa. Genau. Farbe. Und in diesen Ritualheftchen ist auch beschrieben, mit welcher Farbe Sie dann darauf schreiben sollen. Auf jeden Fall sollte man auf den gelben Zettel schreiben: Ich bin reich. Und dann darunter alle Wünsche, die man zum Thema Reichtum hat. Das heißt, genau die Wohnung, wenn man eine sucht, wo man, in welcher Gegend, die Quadratmeteranzahl, oder was man sich eben da wünscht, oder ein Auto, die Automarke. Und das klingt jetzt schon wieder ein bisschen nach Charlatanerie, meine liebe Gabriele, muss man sagen, ja, oder? Genau. Denn eine Dame, die eine Postbeamtin ist und noch immer ist, hat darauf geschrieben, sie wünscht sich einen Ferrari. Ja, dann denkt man sich doch, also auch hier mit der Quadrat, das kann ja gar nicht in irgendeiner Form. Genau. Aber das ist halt unser logisches Denken. Und natürlich denkt man, wenn man eine Frau oder ein Mann sich einen Ferrari wünscht, naja, da muss der mal 200.000 Euro auf jeden Fall oder mehr zusammengespart haben. Und so hat ja auch die Dame gedacht, die sich den Ferrari darauf geschrieben hat. Und aber es hängt eben wirklich immer auch von unserem Denken ab. Denken wir nur in die eine Richtung oder denken wir auch in eine andere mögliche Richtung? Und die Dame hat eben Ferrari darauf geschrieben und hat dann das Armband getragen und kurze Zeit später, und das hat sie auch im österreichischen Fernsehen schon erzählt, ist ihr zufällig oder eben doch schicksalshaft angeboten worden, einen gebrauchten Ferrari zu kaufen. Und dieser gebrauchte Ferrari, der hatte damals nur unter Anführungszeichen 16.000 Euro gekostet. Aber die Dame hat ja gespart gehabt und diese 16.000 Euro, die hatte sie dann schon. Und deswegen ist sie dann doch zu ihren Ferrari gekommen, obwohl sie natürlich noch immer eine Postbeamtin ist. Und so ist es auch mit den Wünschen. Ich habe mir ein Büro gewünscht in ein Geschäftslokal in einem bestimmten Bezirk. Und jetzt war ich total fixiert und habe ich selbst mein Wunscherfüllungsritual nach 1,5 Jahre Suche gemacht und habe dann genau wirklich eine Woche oder innerhalb dieser Woche, wo ich das Ritual gemacht habe, mein Geschäftslokal eben in der Rankgasse 4. Weil du auch umgedacht hast. Weil ich umgedacht habe. Jetzt ist ja auf der anderen Straßenseite ist noch immer mein Wunschbezirk, der 14. Und auf der Straßenseite ist schon der 16. Bezirk. 15 ist wo ganz woanders, nur für die Deutschen zur Erklärung. Das ist eben so eingeteilt in Wien. Es ist oft nur eine Sache, dass wir umdenken müssen. Und genauso kann man sich eben, wenn man zum Beispiel auf den rosa Zettel schreibt, ich bin verliebt, sollte man auf jeden Fall draufschreiben, und dann alle seine emotionalen Wünsche. Und wenn man sich zum Beispiel einen Partner sucht, dann kann man sich da auch seinen Mann sozusagen backen, wie ein Rezept
sozusagen alles hinschreiben. Man schreibt, wie er denn sein soll. Es geht gar nicht um die Optik, weil oft lassen wir uns ja von der Optik sehr täuschen, sondern wie er denn sein soll. Soll er mir ein Geborgenheitsgefühl geben? Soll ich angekommen sein? Möchte ich lieber einen Menschen, einen Partner, der gerne tanzt und fortgeht? Oder möchte ich lieber einen, mit dem ich gemütlich essen gehe? Egal wie, stellen Sie sich so wirklich, schreiben Sie, wie der sein sollte. Und dann zieht man ihn durch das Manifestieren des Schreibens wirklich ins Leben. Und die Steine, die machen die nötige Unterstützung, dass sie genau das ins Leben ziehen, von wo ihre Wünsche hingehen. Denn Wünsche können in Erfüllung gehen, nicht nur, wenn wir daran glauben, sondern wenn wir auch eine Aktion dazu setzen. Und die Aktion ist einerseits das Ritual und andererseits die Wirkung der Steine und der Worte. Und Sie bekommen hier auch wirklich wieder ein unglaublich schönes Schmuckstück zu einem unglaublich schönen Preis, anstelle von 89 Euro für 69 Euro. Das ist der Schmuck von Gabriele allemal wert, denn es ist Juwelierware. Das heißt, es sind keine Glassteine, das sind richtige Heilsteine, richtige Edelsteine. Und was man von dir bekommt, das ist hohe Qualität, das wissen auch unsere Zuschauer. Deswegen mögen Sie deine Schmuckartikel auch so gerne und Sie können bestellen oder selber, falls Sie aus Wien kommen, natürlich beim Herrn Gerhard persönlich vorbeischauen in der Rangasse 4. Machen viele? Machen sehr viele mittlerweile. Ja, der Herr Gerhard hat schon seine eigenen Damen, die ihm immer seine Fanbase. Ja. Genau. Und Sie können auf jeden Fall sich natürlich auch in aller Ruhe beraten lassen, denn Sie wissen ja, wenn Gabriele bei uns ist, und das ist das letzte Mal, bevor sie in die Sommerpause geht, dann kommt sie immer und hat besondere Preise für Sie. Also ruhig auch mal beim Herrn Gerhard nachfragen, denn der kennt natürlich auch jeden Artikel. Das war's jetzt hier bei Leichter Leben, aber morgen geht es natürlich weiter um 11 Uhr mit dem intelligenten Schmuck von und mit Gabriele Iasette, den sollten Sie nicht verpassen. Also dann morgen Dienstag 11 Uhr wieder vor dem Fernseher versammeln. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis dahin. Bussi. Bussi. Baba. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasette. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasette.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasette nach Hause und spüren Sie die Energien. Die keltische Schamanin und Kundalini-Yoga-Lehrerin White Feather bietet Einzelsitzungen auch in der Ferne an, um dich in deine Kraft zurückzubringen. Mit verschiedenen schamanischen Methoden trennt sie energetische Verbindungen und hilft bei karmischen Verstrickungen, um dir verlorene Potenziale und Seelenanteile zurückzubringen. White Feather ist eine der wenigen, die dich in einer 7-Generationen-Aufstellung mit deiner Urkraft verbindet und Themen in deiner Ahnenreihe harmonisiert. Ihr Runenorakel hilft bei allen persönlichen Problemen. White Feather, ihr lernt euch als Fremde kennen und trennt euch als Freunde. Stefan Schmidt und Peggy Kospap sind heute zu uns gekommen. Ihr kennt euch relativ gut, obwohl ihr nicht die gleichen Namen habt. Jetzt frage ich mich natürlich, war Schmidt irgendwie so ein Allerweltsname, dass man gesagt hat, als Peggy Schmidt möchte ich nicht durch die Welt laufen? Musst du erzählen. Nein, das hat schon tieferen Hintergrund. Also wir sind da schon ein bisschen verkitscht romantisch. Wir selbst können keine Kinder bekommen, aber um unser Erbe weiterzutragen, haben wir in der Mitte von Stefans Namen meinen Papa mit reingebastelt. Ich habe einen riesenlangen Namen. Ja, Stefan heißt Stefan Andreas Wolfgang und jetzt Kospap Schmidt und mein Vater heißt Wolfgang Kospap und das haben wir mit in seinen Namen übernommen. Ah, okay. Ja. Ich habe eigentlich den Doppelnamen. Aber so, du. Und sozusagen. Peggy Schmidt klingt ja irgendwie auch... Ja, finde ich aber auch ganz sympathisch, also aber natürlich, aber ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt ja trotzdem, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das machen vielleicht auch viele falsch, ne? Die sich dann zu sehr einengen. Also ihr wollt ja trotzdem noch euer individuelles Leben haben und auch noch euren Freiraum, den man natürlich auch benötigt. Regie stellt sich gerade die Frage, habt ihr Kosenamen? Also gibt es irgendwie so einen Kosenamen? Also wenn ihr müsst nicht auf jede Frage antworten. Guck mal, bei dir rollen sie die Augen, wenn du so Fragen. Ich bin immer viel netter. Wir haben Kosenamen. Aber es interessiert jetzt wirklich. Bitte? Wir haben Kosenamen. Ja? Und schreit ihr in die Öffentlichkeit raus oder sagt privat bleibt privat? Ach, kann man schon sagen. Also wir nennen es jetzt so nicht in der Öffentlichkeit, aber nein. Du bist mein Drachenmädchen. Och. Ja, und er ist mein Drachenkönig.
Boah, ja. Da kriege ich ja fast Gänsehaut. Das finde ich aber sehr niedlich. Drachenkönig und Drachenmädchen. Das gefällt mir sehr gut. Weißt du seine Lieblingsspeise? Also womit kannst du ihn überraschen? Oder kochst du ihm gerne mal was? Oder ist es eher umgekehrt? Also ich koche... Ein sensibles Thema mit dem Kochen. treten wir heute irgendwie ins Fettnäpfchen, oder? Aber wir wollten euch ein bisschen privat kennenlernen. Ich koche gerne und ich koche gerne gesund für Stefan. Ich esse es auch gerne, aber ich mache dann immer die Küche sauber. Weil es dann schon auch drei Gänge gibt. Und ja. Ich bin so ein Küchenfanatiker, weil mir muss das immer blitzeblank alles sein in der Küche. Und das heißt, du bist auch, hast auch so einen Ordnungstick, ja? Aber nur Küche und Bad, also komischerweise. Mhm. Die anderen Zimmer können unordentlich sein. Wo gibt es mal so Reibereien? Also hat ja jeder auch so ein bisschen. Oder sagt ihr, nee, wenn es Reibereien geht, dann gehen wir uns eben aus dem Weg? Oder gibt es so Themen, wo man sich manchmal so ein bisschen... Nein, bei uns ist immer alles harmonisch und schön. Genau. Nee, auf Reisen ist es immer schön. Also aber wenn wir unternehmen, vor der Reise ist es schlimm, weil ich plane nicht, ich schmeiße einfach alles in den Koffer und du machst ja schon Listen irgendwo eine Woche vorher, was du alles mitnehmen magst. Ja, genau. Ich mache vorher tatsächlich Listen und die arbeite ich dann ab. Ich bin spontan. Ja. Also auf meinen Listen steht dann wirklich drauf, was alles eingepackt werden muss und wohin. Und dann kriegen die Koffer auch kleine Zettel und so. Ja. Musik, also habt ihr da so einen ähnlichen Geschmack? Weil weiß man ja auch nicht, wenn man sich kennenlernt, ob der eine doch eher der Schlagertyp ist und der andere doch eher der Rapper. Streitpunktthema, weil du es gerade angesprochen hast. Definitiv Helene Fischer. Ja, da gibt es ja auch eine Story. Genau. Oh ja, ich war Anfang des Jahres auf Reha und... habe mich da durch meine Reha gequält und Stefan war der Meinung, zum Helene Fischer-Konzert gehen zu müssen allein. Und das habe ich ihm ein bisschen übel genommen. War aber auch eine spontane Aktion. Ich bin irgendwie sonntags morgens aufgewacht, wusste, sie ist in Stuttgart. Mal gucken, ob ich noch an eine Karte komme und dann kam ich an eine Karte. Ich war gestern, seid ihr jetzt ein bisschen neidisch? Ja. Gestern in der großen Stadion-Tour hier bei Frontstage bin ich gestanden, quasi Helene zum Anfassen, nicht wie... Wo Helene dann so groß ist oder sowas. Olympiastadion, wäre das so ein Traum, auch das mal voll zu kriegen? Ja, steht auf dem Zettel. Elbphilharmonie und Olympiastadion. Ja, ja. Elbphilharmonie Think big. Auch ganz gut. Auch nicht schlecht. Habt ihr Urlaubspläne? Also seid ihr da euch einig, wenn es ums Verreisen geht, außer mit der Vorbereitung der Reise? Total, ja. Also ja. Wir reisen beide gerne. Ja. Das ist, also wir lieben Irland, weil du ja da lange gelebt hast in Irland. Ja. Und gerade auch jetzt hier in Deutschland oder wir wollen irgendwann jetzt mal eine Kreuzfahrt machen. Also da sind wir uns einig, keine Streitpunkte. Mhm. Beruflich, was machst du, wenn man das so mal kurz abklopfen darf? Ich war ziemlich lange im Vertrieb bei einem großen Computerunternehmen. Das habe ich aber aufgegeben, der Gesundheit zuliebe. Und arbeite jetzt selbstständig. Mhm. Bist aber ja auch so ein bisschen in dem Beratungsbereich tätig, also hilfst da auch schon Menschen, die manchmal nicht so genau weiter wissen. Also was? Ja, es ist so ein bisschen, um mein Karma dann auch aufzuladen, um was Gutes weiterzugeben. Mhm. Und ja, ich berate da auch gerne andere Menschen. Es vergeht immer viel zu schnell die Zeit, wenn man sich mal so ein bisschen privater trifft. Aber es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass du Stefan wahrscheinlich hier nach Berlin begleitest. Mhm. Oder war das jetzt so ein kleiner Honeymoon-Ausflug, den ihr hier geplant habt? Oder gab es einen anderen Grund, warum Peggy diese Woche dabei ist? Wir haben morgen Urlaub und da freue ich mich riesig drauf. Und da fahren wir gleich weiter in Urlaub. Deswegen ist Peggy da und du warst ja auch bei deiner Freundin in Halle. Genau. Dann bist du weitergereist hier. Du konntest das alles so ein bisschen schön verbinden und ab morgen geht's dann. Wohin geht denn die Reise in Urlaub? Deine Heimat. Ja, nach Mecklenburg. Ah, okay. Also wir gehen aufs Wasser, ein bisschen paddeln. Ja. Viel wandern, viel bewegen. Ja. Der Speck muss weg bei mir. Der Speck muss weg. Genau. Ja, herrlich. Dann hat mich das sehr gefreut. Und beim nächsten Mal gerne wieder. Ich glaube, dann können wir das vielleicht ein bisschen vorher mal ankündigen und mal die Zuschauer auch ein paar Fragen stellen lassen. Gerne. Was ja mal auch ganz interessant ist. Jetzt ab 16 Uhr bist du quasi wieder für unsere AstroTV-Zuschauer da. Nach Lukas Michner sieht man also Stefan Schmidt. Das heißt, heute wird nicht mehr Berlin sozusagen die Nacht zum Tag gemacht, weil morgen die Reise wieder losgeht. Aber hast du Berlin schon ein bisschen kennengelernt? Ja, auf jeden Fall. Also Sightseeing war durchaus drin. Das ist sehr und schön. Essen gehen wir heute Abend noch. Oh ja, genau. Richtig. Ach.
Natürlich, der Genuss darf ja nicht auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, ich schenke ihr ein Wunscharmband von Gabriele. Ja, weil sie ist schon gewundert. Ja, sie hat begeistert geguckt. Mit ganz ruhig. Ist ein super Geschenk, wirklich. Also ich liebe dieses, ich liebe ja eh die Schmuckstücke von Gabriele, aber das finde ich ist was ganz Besonderes. Und auch der Hintergedanke zu sagen, man verschenkt irgendwie so ein... So Wünsche, das hat schon was. Jetzt können Sie auch noch mal etwas gewinnen. Ach nein, stimmt. Nee, mein Impuls sagt mir, jetzt würde ich, glaube ich, das Mondhoroskop ganz gut finden. Das sollten wir jetzt mal ankündigen, denn ja, auf den Mond sollten wir auch des Öfteren mal achten. Der zeigt uns nämlich auch gewisse Dinge an. Welche? Schauen Sie selbst. Handsigniert ist sie quasi, oder? Und exakt. Nicht nur das, sondern natürlich auch etwas, was dir immer wichtig ist, nämlich es muss auch was bei rüberkommen. Und deswegen gibt es auch so einen Spruch natürlich dazu, der aber auch wieder wunderbar in die Sendung passt. Denn ja, auch hier willst du natürlich den Menschen auch mit auf den Weg geben, dass sie viel mehr auf sich selbst vertrauen sollten. Und ich glaube, das ist auch so das A und O deiner Konzerte, das, was du den Menschen wirklich auch vermitteln möchtest, oder? Genau. Unser Herz weiß so viel. Unser Herz hat geschlagen, bevor wir denken konnten. Also dürfen wir uns wieder darauf verlassen, dass wir diesem Weg auch folgen dürfen. Mhm. Und das ist ein Kompass, finde ich, der uns immer wieder den richtigen Weg weist. Auch wenn die Stimme leise und flüstern scheint, aber sie kann uns den richtigen Weg zeigen. Ich habe vorhin gesagt, du bist Rapper auf der einen Seite, du bist Songwriter, du bist Redner. Also da ist wahrscheinlich auch auf den Konzerten so eine gesunde Mischung zwischen all diesen ganzen Dingen. Aber du bist auch Autor. Das heißt, auch da gibt es Bücher, die du geschrieben hast. Jetzt bist du ja trotzdem noch ein junger Mann, wenn man das so sehen möchte. Aber trotzdem sind es Bücher, die schon auch Lebensweisheiten beinhalten, wo du Menschen auch... ja, Eindrücke vermitteln möchtest. Genau, ja? Mein Buch heißt Feel Good und es hat 400 Seiten. Ich habe das vor 3 Jahren veröffentlicht, es gibt auch ein Hörbuch dazu. Und es ist letztendlich das Buch, das ich gerne gelesen hätte, als ich so in Kontakt mit Spiritualität kam, beziehungsweise das ich jungen Menschen gerne zeigen will. Mir war vieles zu spirituell, zu wissenschaftlich oder zu religiös in der Literatur. Und ich wollte es so in der Sprache meines Herzens mit Poesie, Lyrik, mit Humor verknüpfen. Und in dem Buch sind eben alle 4 Elemente drin. Das bedeutet also die Hintergründe, meine persönliche Geschichte, Praxisübungen und die Songtexte. Texte. So eine bunte Mischung für ein erfülltes Leben. Ja, was ich großartig finde, Sie können übrigens natürlich auch mal auf die Internetseite gehen, denn mittlerweile kann man natürlich auch bei dir alles bekommen. Das heißt, die CDs bekommt man, kann man die sich auch downloaden quasi? Genau, also auf seon-music.de findet man alles. Man kann sich ganz viele Videos anschauen. In der CD ist ein Download-Code mit drin. Und mit diesem Download-Code hat man das Album auch digital, um so eine schöne Alternative zu Spotify und Konsorten zu setzen. Und man bekommt das Buch, man bekommt auch Schmuck, man bekommt T-Shirts und auch viele berührende Geschichten, Buchauszüge. Genau. Ein bisschen hast du dich verändert, auch in den letzten Jahren muss man wieder Fotos aktualisieren. Ich finde, das steht dir sehr, sehr gut, das längere Haar. Und
Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie die CD gewinnen können, denn du hast was mitgebracht für unsere Zuschauer und da kann man sich quasi dann schon mal ein bisschen mit deiner Musik beschäftigen. Allerdings so einfach ist es natürlich nicht ranzukommen, sondern wie immer verbunden mit einer heute auch wieder wahnsinnig schwierigen Frage. Was ist denn eigentlich das Besondere an Seums Musik? Ist es A, Musik, die das Herz berührt, oder... Ich mag es gar nicht vorlesen. Unter den eingeblendeten Telefonnummern können Sie uns erreichen. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter noch geschaltet. Und 50 Cent aus dem deutschen Festnetz kostet der Anruf. Mobil kann es auch teurer werden. 18 Jahre müssen Sie sein. Einsendeschluss, beziehungsweise habe ich ja schon gesagt, 15 Uhr, der Anrufbeantworter. Mehr nochmal gibt es unter www.astrotv.de. Wohin geht die Reise? Ich finde es ja toll, dass du sagst, ja, gestern Helene Fischer im Olympiastadion, ist das vielleicht auch so ein Ziel, dass du da gar nicht so bescheiden bist, sondern wirklich sagst, ja klar, mein Ziel ist es irgendwann mal, das Olympiastadion mit meiner Message wahrscheinlich auch zu füllen, oder? Klar, weil meine Motivation auch positiv ist. Also ich will ja die Welt auch zum Umdenken bewegen. Und das bedeutet nicht, dass ich irgendwie Revolution anzetteln will, sondern eben die innere Zufriedenheit, die Selbstliebe verstärken will. Und umso mehr Menschen wir damit erreichen, umso schöner ist es. Mhm. Momentan bin ich ja viel in Theatern. Auch in Köln gibt es ein ganz großes Theaterkonzert dieses Jahr wieder. Und das ist so die nächste Stufe, dass ich immer mehr größere Theater füllen möchte und eben auch Opernhäuser. Und da eben auch Jung und Alt schön verbinden kann. Auf der Internetseite, auch da kann man sich schlau machen, wann die nächsten Auftritte wo natürlich auch stattfinden, aber du bist auch jemand, der das ganze Jahr über auf Tour ist. Das heißt, ja. Heute geht es zwar wieder zurück in die Heimat, also du kommst aus Augsburg ursprünglich, aber es hat schon auch was mit Reisen zu tun, also zur Ruhe kommen. Wie schaffst du da den Ausgleich? Also ich lebe meinen Traum, das ganz einfach gesagt. Für mich ist das, was wir gerade tun, auch einfach nur Vergnügen. Das ist wie, also wenn du sagst, hör damit auf, wäre das wie wenn du einem Kind das Spielzeug wegnehmen würdest. Ich mache mit meiner Partnerin die Musikvideos selber, das heißt, wir reisen um die Welt und drehen in allen Ländern der Welt Musikvideos. Das ist pures Vergnügen. Mhm. Und auf Tour sind wir an den Wochenenden. Das bedeutet, wir haben Montag bis Freitag in der Regel für uns und haben da auch Zeit. Ich bin im Studio, nehme Texte auf, mache einfach so das, was mich erfüllt. Und an den Wochenenden sind wir immer in einer Stadt. Also wir sind nie im Tourbus nonstop unterwegs, sondern haben immer eine Stadt, wie jetzt eben Berlin, und haben hier eben das Tolle, dass wir die Stadt auch kennenlernen können, zwei Tage Zeit haben, uns mit Fans treffen können, tolle Sendungen besuchen können. Und für mich persönlich ist es halt einfach die Erfüllung meines Traumes. Ich liebe das. Fühlt sich nie wie Arbeit an, ist lebenslang bezahlter Urlaub. Ja, wenn man sowas sagen kann, finde ich, muss man auch jeden Tag aufstehen und sagen, wer immer da oben sitzt, ist es der liebe Gott, ist es irgendjemand anderer. Aber ja, die Dankbarkeit, die man hat, aber die versprühst du natürlich auch. Wohin soll die Reise gehen? Also jetzt nicht unbedingt nur die Reise in der Weltgeschichte, sondern ja deine innere Reise. Genau so weiter. Ich liebe das, die Herzen zu berühren. Ich liebe das, mit meinen Geschichten andere Menschen inspirieren zu dürfen. Und wenn wir das so weiter tun dürfen, dann bin ich weiterhin der gesegnetste Mensch der Welt gefühlt. Und das ist so verrückt, denn man hat ja immer das Gefühl, es gibt so ein paar Schlagsätze, ja, Eigenliebe, Selbstliebe und so weiter und so fort. Es gibt tausend spirituelle Bücher, es gibt tausend spirituelle Wege, die man gehen kann. Auch wenn sie sich alle ein bisschen ähneln, ne? Es ist trotzdem immer was Neues wieder da. Yeah. Immer wieder Platz für neue Worte, für neue Ideen, für neue Verwirklichungen. Das ist schon verrückt, oder? Ja, und das liebe ich so, dass wir eben anfangen dürfen, diese Welt noch zu verbinden. Deswegen auch Zwischen den Welten, dieser Titel hier von der neuen CD. Weil ich es so toll finde, dass wir anfangen, diese Dogmen einfach beiseite zu schieben und fernab von irgendwelchen Theorien und fernab von Religionen einfach als Liebe in der Grundform sozusagen uns wiederfinden. Und das liebe ich. Und das wünsche ich auch den Menschen, dass wir da einfach Grenzen sprengen, weil dahin darf die Welt gehen, dass wir grenzenlos einfach in der Verbindung des Herzens stehen. Und Musik verbindet, das wissen wir alle. Jeder sucht sich seinen Stil, jeder sucht sich natürlich auch die Musik, die einem gefällt. Und ich finde auch, man kann zum Beispiel, weil wir über Helene gerade gesprochen haben oder auch über die heile Welt der Volksmusik, aber eigentlich finde ich, ist es doch manchmal viel, viel schöner, sich mit den positiven Texten auseinanderzusetzen, als mit ja, Hass und Gewalt. Wald, was wir ganz oft auch im Radio hören und was unseren Kindern manchmal einfach so im Unterbewusstsein auch rein suggeriert wird. Da sollte man, glaube ich, auch öfters mal genauer hinhören und vielleicht auch mal Nein zu dem einen oder anderen Interpreten sagen. Ne? Genau, und wir selbst haben die Wahl. Also das ist ja so spannend, dass wir immer entscheiden dürfen, wann wir das Radio an- oder ausmachen, welche Fernsehsender wir konsumieren, welche Zeitungen wir anschauen. Mhm. Und wir denken oft so, wir sind dieser ganzen Negativität ausgesetzt. Wir selbst haben aber letztendlich schon die Wahl, uns zu entscheiden. Das hast du ganz, ganz schön gesagt. Ich finde, besser
kann man es eigentlich nicht sagen, dass man immer sagt, wir alle sind verantwortungsbewusste Menschen und man kann uns ja unsere Verantwortung auch nicht wegnehmen, sondern wir alle können entscheiden, wie wir unser Leben uns ja, machen wollen und jeder kann ausschalten, anschalten, sich die CD holen, die ihm gefällt. Genau. Absolut. Und sich auf sich fokussieren. Also wie du vorhin sagtest, mit der Dankbarkeit morgens erst einmal auf mich schauen, 10 Minuten meditieren. Auch wenn Menschen denken, sie haben ein gestresstes Leben, dann steh 10 Minuten früher auf und gönn dir 10 Minuten für dich. Und diese Zeit für sich zu nehmen, in Dankbarkeit und in Freude auf sein Leben zu schauen und den Fokus auf Gutes zu dich, die verändert ganz, ganz viel. Und dazu lade ich jeden ein. Also wenn Sie jetzt nicht gut in die Woche kommen, dann weiß ich auch nicht. Ich finde, wir haben heute wieder sehr, sehr viele schöne Dinge gehört, sehr viele schöne Dinge erfahren und mehr Informationen gibt es natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Schauen Sie da ruhig mal vorbei. Da kriegen Sie natürlich auch zu Patrick Kammerer noch mehr Informationen, Seum auch genannt. Jetzt noch mal kurz auf den Spruch des Tages geblickt. Ohne Musik wäre alles nichts. Der Mozart, schlauer Mann. Vielen Dank an die Wienerin, Gabriele Iasetta. Vielen Dank an Stefan und Peggy. Und natürlich vielen Dank an Patrick. Wir sehen uns morgen wieder. Da ist übrigens Sabine Seilmann am Start. Sie wissen schon, womit? Ganz genau mit ihrer veganen Küche. Also freuen Sie sich drauf. Ich auf jeden Fall tue es. Schönen Nachmittag, bis dann. Tschüss. Servus.